Sie sind ja eher so dämmerungsnah. Ich wollte also sukzessive anders auch Eukalyptus machen. Okay. Dass man nicht so leicht verliert. Ja, ganz herzlichen Dank. Dankeschön, die großartige Unterstützung des Tiergartens. Farbe und Geschmack ist auf der Stelle. So um die 160 kann es schon werden. Also natürlich ist es immer ein menschlicher Obhut mit voller Haltung natürlich relativ viel älter als wir in der Natur waren. In der Natur wären es. Wären sie normalerweise nicht so alt. Nicht oder mal. Gut ist das. Gut, das ist nach so viel. Dann soll es mehrfach werden. Also wir hatten heute das Glück, von einem ganz berühmten Österreicher besucht zu werden, nämlich von Dominik Thiem. Und Dominik Thiem hat hier die Patenschaft für unser kleines Koala-Jungtier übernommen. Wir haben auch das Koala-Jungtier oder die Mutter besucht. Und dann hatte Herr Thiem auch das riesengroße Glück, dass das Jungtier just in dem gleichen Moment aus dem Beutel herausgeguckt hat. Ich bin heute auf Besuch im Tiergarten Schönbrunn, habe mein neues Patenkind, mein neues Patentier besucht. Das Koala-Junge war ein unglaubliches Erlebnis, das erste Mal auch, dass ich es gesehen habe. Und so auch immer so eine super Regeneration und mal was komplett anderes da im Tiergarten zu sein. Und Montag geht es weiter mit dem Training nach ein bisschen einer Pause, die ich hier super genützt habe. Und dann geht es weiter mit der Vorbereitung aufs Turnier in Wien. Und ich hoffe, dass ihr mir alle die Daumen drückt und hoffe auch, dass alle hierher kommt. Es ist wunderschön.